Hallo und herzlich willkommen zu Russia Fishing 4. Ja, wie ihr alle mitbekommen habt, da gibt es jetzt 7 Tage Premium gratis. Das haben wir gestern mit Dennis ein bisschen ausgehandelt, so dass wir quasi ein bisschen bekommen dafür, dass wir testen und sowas. Ja, auf jeden Fall hat jetzt jeder 7 Tage Premium dazu bekommen. Und damit wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß. Und wenn ihr schon Premium habt, wird das einfach oben drauf gerechnet, nochmal die 7 Tage. Haben jetzt hier nicht so schönes Wetter, aber ich denke mal, hier geht trotzdem was. Gucken wir jetzt mal. So. Gucken wir mal, womit wir angeln. Könnten hier mal ein Salatblatt drauf machen. Oder einen grünen Boili. Machen wir mal einen grünen Boili drauf. Kurbelgeschwindigkeit hoch. Und dann legen wir die mal hin. Nehmen wir unsere Stippe noch. Und dann stellen wir da auch mal die Tiefe auf 1,10. So, haben wir Kartoffeln dran, das ist alles gut. Auch hier die Kurbelgeschwindigkeit hoch. Das war die Bremse. Kurbelgeschwindigkeit. Ja, wie ihr mitbekommen habt vielleicht schon, im Forum haben wir ein neues Turnier gestartet. Es geht auf jeden Fall um den Barsch. Das Turnier findet nächste Woche Samstag statt. Und es geht darum, den größten Barsch am zweiten See zu fangen. Zu gewinnen gibt es für den ersten Platz 30 Gold, für den zweiten Platz 20 Gold und für den dritten Platz 10 Gold. Wobei das Gold nicht ausgezahlt werden kann, sondern das gibt es dann im Material. Also sprich, wenn wer gewonnen hat, sagt, was er haben möchte, und dann wird das gekauft und ihm geschickt. Haben wir ein paar Pokale dazu gemacht. Können wir ja auf jeden Fall mal gucken gehen. Link ist ja unten in der Beschreibung. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr euch da auch eintragen würdet und dran teilnehmen würdet. Weil das hat man ja gesagt, das machen wir jetzt regelmäßig. Und zum Beispiel der Barsch, der kann mit allen Rutenarten oder Angelarten gefangen werden, vielmehr. Ja, und dann sind die Namen festgelegt worden für die Seen. Die werde ich gleich auch auf die Homepage noch stellen. Da haben wir unseren ersten Fisch. Ein kleiner Amur, den lassen wir aber frei. Weil wenn der keine 500 Gramm hat, drunter nehmen wir nichts mit. Bin jetzt auch noch an den Skillbäumen dran. Ich denke mal, auch heute Abend werden die online gehen, die ganzen Übersetzungen davon. Die wird man dann auch oben in dem Reiter finden unter Russia Fishing.
Ja, vielleicht baue ich das nochmal um. Das weiß ich noch nicht. Erstmal bleibt, kommt das auf jeden Fall da rein. Vielleicht kommt da nochmal ein Reiter mit Übersetzungen. Weil ich auch das Menü und so noch übersetzen möchte. Aber das machen wir alles mit und mit. Weil mit der Übersetzung, das dauert ja noch eine Weile. Und da habt ihr auf jeden Fall dann schon mal einen Anhaltspunkt. Da haben wir wieder einen Biss. Schöne Karausche oder Giebel vielmehr. Ja, der Bug ist auch gemeldet, dass der Köder immer dann weg ist. Ist manchmal ein bisschen nervig. Aber wenn das alles ist, dann kommt man da auch noch drüber. Ja, und bei Twitch ändert sich jetzt auch was. Ich habe jetzt feste Zeiten, wo ich streamen werde. Also sprich, dienstags, donnerstags und samstags werde ich jetzt immer streamen. Sind quasi die Tage zwischen Panty, damit wir uns da nicht so in die Quere kommen. Wird doch nochmal zwischendurch dann so geben, dass ich an anderen Tagen streame, genauso wie Panty. Werde ich dann auch auf Facebook und Twitter bekannt geben. Wir werden auf jeden Fall auch nochmal zusammen streamen oder so. Aber das machen wir auf jeden Fall so erstmal jetzt. Na, hängt nicht. Und mal gucken. Nächste Woche und übernächste Woche werde ich wahrscheinlich noch ein paar Tage mehr streamen. Da Panty an Urlaub ist. Aber da muss ich noch gucken. Auf jeden Fall werde ich nächste Woche Sonntag noch streamen. Also nicht jetzt den Sonntag, sondern danach die Woche. Weil da werden die Gewinner auch vom Turnier bekannt gegeben. Sind jetzt auch Level 21. Könnten wir eigentlich die Punkte schon noch vergeben? Fällt mir gerade ein. Die werde ich hier in die Matchroute alle stecken. So. Das verbessert den Drill und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass man Trophäen fängt. Und die Fangtechnik halt. Dass man auch größere Fische besser ge gelenkt bekommt, quasi im Wasser. Weil ich werde auf jeden Fall weiter mit der Pose angeln. Dann immer mit Grund. Weil das Spinnfischen ist ja nichts für mich so. Gefällt mir nicht. Ist nicht so meine Angelmethode, die ich bevorzuge. Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen oder so habt, könnt ihr die auch gerne unter dem Video kommentieren. Dann werde ich die beantworten. Entweder im Video oder werde ich kurz schreiben, was die beantworten, also schriftlich beantworten. Muss man dann gucken. Hängt auch nicht. Was ist denn jetzt los? Aber ihr dürft auch gerne in TS kommen bei uns.
oder auf der Homepage die Fragen stellen. Die werden immer von uns dann beantwortet. Ist eigentlich gar nicht so schlecht, das Wetter für Graser oder so. Hätte jetzt heute Morgen auch noch auf Aal gehen können. Da könnte man jetzt auch noch. Wenn es so bedeckt ist, dann kann man den eigentlich den ganzen Tag fangen. Oder die Aale. Auf Muschelbeuli geht gar nichts gerade irgendwie. Aber das ist meistens so. Aber wenn, dann sind es meistens größere, wenn sie mal gehen. Aber es dauert halt immer einen Moment. Aber hier geht jetzt auch nicht so mehr. Dann versuchen wir mal ein bisschen flacher zu stellen auf dem Meter. Können wir mal einen Tauwurm dran hängen. Mal gucken, ob da was geht. Aber es werden auch jetzt öfters Server-Restarts und so kommen. Dann werden so Kleinigkeiten behoben, paar Bugs und so. Also da nicht wundern, wenn nachts dann schon mal Server-Restart ist. Hat man gestern zum Beispiel auch. Aber da wurde dann auch das mit den 7 Tagen Premium installiert quasi. Aber das sind dann serverseitige Sachen, die dann da gemacht werden. Die Programmierer sind auf jeden Fall fleißig am Programmieren für den großen Patch. Aber da steht noch kein genauer Termin. Ist da noch nicht so bekannt. Aber sobald wir da was wissen, werden wir das auf jeden Fall auch bekannt geben. Schleier. Dann probieren wir mal mit Käse. Und gestern habe ich auf jeden Fall auch gut gefangen im Stream. Waren auch über 130, 140 Silber. Also war schon nicht schlecht. Da haben wir einen Graser.
4,2 Kilo. Aber wie ihr seht, die bekomme ich einfach so raus. Ohne viel Spiel. Also man merkt schon, wenn er ein größerer Fisch dran ist, dann muss man ein bisschen kämpfen, aber bei den, ich sag mal so, bis 9, 10 Kilo, die kriegt man so raus. Ich spare jetzt auf jeden Fall auf die nächsten zwei Goldrollen quasi, auf die Superior Gold, aber dann auf die 80S für auf die Grundrouten. Hier habe ich eine 60S drauf auf der Matchroute. Da zoppelt's wieder. Gucken wir mal, was wir da so haben. Kleiner Graser, den lassen wir wieder frei. Dann gehen gerade die Graser gut auf Käse. Da muss ich mir gleich auf jeden Fall noch ein bisschen Käse besorgen. Hab nicht mehr viel, noch 10 Stück. Aber am 20er See gibt es auf jeden Fall Käse genug. Da ist ganz selten was ausverkauft. Da ist der nächste Graser. Das sieht zumindest nach einem Graserbiss aus. Jetzt muss er nur noch abziehen. Also ein kleiner. 700 Gramm, aber den behalten wir, kann man Filet draus machen. Muss man mal was essen. Unser Wohlbefinden ist jetzt auch im Keller durch den Regen. Kann man ja durch Kaffee oder Tee kann man das erhöhen. Oder durch Alkohol halt. Wodka oder Rum oder sowas. Da kann man das erhöhen mit auf jeden Fall. Aber ich habe jetzt keinen, glaube ich, mehr bei. Ich kann noch mal gucken. Ne, ich habe keinen mehr. Später mal welchen kaufen.
Ja, hängt nicht. Hätte man noch einen Moment warten müssen. Da kommt schon der nächste direkt. Hängt auch nicht. Was ist denn hier los? Beißen heute vorsichtig. Jetzt tut sich nichts mehr. Ja, ich glaube, das hat auch damit irgendwie einen Einfluss, wenn man die Anschläge zu oft nicht gehakt bekommt, dann vertreibt man, glaube ich, auch die Fische. So habe ich zumindest so ein bisschen im Gefühl. Ich kann mich auch täuschen, aber weil oft danach gar nichts mehr kommt. Kann natürlich auch sein, dass der Fisch dann weitergezogen ist oder so, oder der Schwarm. Ja gut, dann würde ich auf jeden Fall sagen, dann war es das erstmal für heute wieder. Danke fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!